Lokos, heute werde ich FEM Sticker Packs öffnen und damit ein Team zusammenstellen. Das heißt, ich habe 11 Packs und aus jedem Pack muss ich einen Spieler nehmen und in meinem Team reintun. Sollte ich es aber nicht schaffen, am Ende zum Beispiel auf der Torwartposition einen Torwart stehen zu haben, dann muss ich eine Bestrafung machen. Was es für eine ist, werdet ihr am Ende des Videos sehen. Lasst deinen Daumen nach unten da. Pack Nummer 1 von den EM 2024 Stickern. Mal gucken, wen wir hier drin haben, Chat. Wer ist der Erste? Der Sticker ist falsch rum. Jorginho Special. Oh, ich habe die beste Karte zum Anfang gezeigt. Jorginho Special. Wer ist dahinter? Eine Kirche? Hä? Paderborn, Bruder? Ohne Sinn. Ich habe bisher nur zwei Spieler, die ich nehmen kann. Jordan Henderson. Oh mein Gott, Bro. Rumänien, Belgien und Slowakei. Was sind das für Kacksticker? Eine Frau? Ey, Chat, ich kann nur von zwei Spielern auswählen. Jorginho oder Henderson, ist das Kacke. Wen nehme ich? So eine Special-Karte? Jorginho habe ich. Ich nehme Jorginho. Mein erster Spieler im Team. Bin ich damit zufrieden? Nein. Weiter geht's. Ey, ich hoffe, ich habe jetzt schon verkackt, wenn es so weitergeht. Okay, Pack Nummer 2. Ich nehme es diesmal einfach aus der Mitte. Lachi Benes. Lachi Benes. Haie. Hör endlich. Ronaldo. Oh. Okay, der ist immerhin gut. Verteidiger. Fellaini. Bergwein. Okay. Gute Spieler bekommen. Ich glaube, Diogo Dallo ist der Beste. Die anderen kenne ich auch nicht. Habe ich sogar. Habe ich sogar. Unser neuer Rechtsverteidiger. Mhm. Und damit haben wir schon mal eine schwierige Position bekommen, die man nicht immer bekommen kann. Wenn ich in diesem Pack keinen Franzosen habe, versuche ich einen Handstand. Das ist ein... Albaner! Edrit Berisha. Der Grealish falsch rum. Grant Hanley. Oh, viele Spieler. Anders. Wehrgang. Köln? Das ist nicht das Köln-Stadion. Das ist ein Stadion aus Lego. Ich hab gesagt, ich krieg einen Franzosen. Und ich hab einen bekommen. Olivier Giroud. Okay, wen nehme ich von diesen Stickern, die ich gezogen habe? Ich nehme natürlich den Albaner. Außerdem sieht der Albaner aus wie ein Torwart. Wenn ich Glück habe, ist es ein Torwart. Damit hätten wir schon mal den Torwart weg. Edrit Berisha. Komm, bitte sei ein Torwart. Er ist ein Torwart. Er bereichert das Team nicht mit seinem Rating. Er bereichert das Team mit seinem Willen. Okay? Das nächste Sticker-Pack ziehe ich mit meinem Mund raus. Wer könnte das sein, Chat? Niederlande auf jeden Fall. Könnte Van Dijk sein. Oh mein Gott! Oh mein... Van Dijk. Das ist gut. Was ist noch dahinter? Albania. Manuel Akanji. Pavlenka. Slowenia. Die Entscheidung ist ziemlich einfach. Wir nehmen Van Dijk. Dein Friseur war echt nicht gut. Was ist das? Mein Friseur musste mich retten, Chat. Guckt euch meine Seiten an, wenn ich meine Haare schlecht mache. Guckt euch das an, Bruder. Was? Ich bin Vegeta. So, jetzt sieht es ziemlich gut aus. Wir brauchen aber unbedingt ein LM, ein RM und ein Linksverteidiger. Jetzt ist es wichtig, dass wir nicht den besten Spieler nehmen, sondern dass wir so handeln, dass wir am Ende ein vollständiges Team haben. Mit dem nächsten Pack wird es hoffentlich besser. Georgien. Zwei Stück direkt. Robert Ivanov und Robin Loth. Ich will keinen von denen. Direkt wieder zwei Stück, Junge OP. Mudrik. Und Krunik. Wieder zwei Stück. Oh, Bruder, was gibt es hier, Bruder? Anthony Mortis und Maxim. Oh mein Gott. Bruder, Minden. Einfach irgendeine Stadt bekommen. Ja! Daniel Malen. Damit ist der beste Spieler ganz am Ende gewesen von dem Pack. Und genau den werden wir auch nehmen. Daniel. Er ist RM. Oh, das wird so vieles vereinfachen. Er kann auch im Sturm spielen. Und damit rettet er uns quasi, weil wir können ihn verschieben. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, wir haben auch zwei Niederländer. Unsere Chemie ist gar nicht mal so schlecht.
Niederlande gewinnt auch die EM. Also, falls es passiert, habt ihr es hier als erstes gehört. Lazar Samardzic, kenne ich nicht. Unai Simon. Dibus. Quaradona. Oh, nee. Giorgi Quade... Oh, Mann, ich dachte, das wäre Quaradona. De Kitarale de le... Schweres Pack. Die waren alle nicht so besonders. Ich nehme vielleicht diese Special-Karte. Samardzic. ZM. Ja gut, das ist zwar nicht sehr gut fürs Team. So Linksverteidiger wäre zum Beispiel besser. Aber hey, ich nehme ihn mit. Noch ein neuer Spieler im Team. Wir brauchen langsam echt Stürmer. Okay, wenn hier kein Stürmer drin ist, mache ich eine Rolle rückwärts. Zweimal. Hier ist ein Stürmer drin. Ich rieche es. Baris Alper Yilmaz. Kenne ich nicht. Ist er gut? Oh mein Gott, Bruder. Was ist denn? Ulgrinic. Bruno Fernandes. Moldovan. Baumgartner. Ich werde nehmen Bruno Fernandes. Und weil wir keinen Stürmer hatten, mache ich zwei Rückwärtsrollen. Okay, ich nehme Baris Alper Yilmaz. Scheiß drauf. RM kann ich nicht nehmen. Oh, er kann LM. Er kann LM. Oh mein Gott. Baris Alper Yilmaz. Unser linker Mittelfeldspieler. Wir brauchen immer noch zwei Stürmer. Wenn ich in diesem Pack hier keinen Stürmer drin habe, dann rufe ich bei McDonald's an und bestelle einen Whopper. Harry Kane Stürmer. Yo! Also ich muss nicht mehr bei McDonald's anrufen und einen Whopper bestellen. McDonald's-Lage, ist gern. Hi, habt ihr noch offen? Bis drei. Stimmt. Dann für mich einmal okay. Bitte ein Whopper, bitte. Ja, schau mich an. Perfektamente! Damit haben wir unseren ersten Stürmer. Wir müssen aber irgendwie einen Linksverteidiger bekommen. Das wird schwieriger als einen Innenverteidiger oder Stürmer jetzt. Okay, die drei letzten Packs. Special-Karte von Musiala! Jamal, unsere Nummer 10. Stark. Er sieht so jung aus, ne? Guck mal, wie jung er aussieht. Er sieht aus wie 12 einfach, als wäre er noch Kinderriegelpackung, diese kleinen Kinder. Aber es ist unsere Nummer 10. Fikayo Tomori. Guter Innenverteidiger. Romania. Madin. Dumfries! Aber warte mal, er ist Rechtsverteidiger. Nein! Das wäre ein Banger gewesen. Musiala kann, glaube ich, gar nicht im Sturm spielen. Kann der hier im Sturm spielen? Weil Musiala kann links Mittelfeld, ja. Und damit packen wir Dembele in Sturm und Musiala packen wir auf links Mittelfeld. So, jetzt brauchen wir unbedingt einen Linksverteidiger und Innenverteidiger. Oh nein, Jorginho haben wir sogar schon. Der erste Doppelte. Gianluigi Scamacca. Jesper Lindstrom, bitte. Marius Marin. Letzte Karte. Er muss uns retten. Er muss uns retten. Jan Mlaka. Ja, klar. Der ist kein Stürmer. Wir haben es verkackt. Wir haben es nicht hinbekommen. Wir können das Ganze nur noch retten, wenn in diesem Pack hier Cristiano Ronaldo drin ist. Kakpo. Chat, ich leak jetzt, was die Bestrafung war. Ich muss meinen Account löschen. Das ist hart, Chat. Das ist hart, ehrlich. So viele Jahre Arbeit, Digga. Leute, ich hab's gemacht. Ich hab meinen Account gelöscht. Nein, Roblox. Ich sag das meiner Mama.